Hallo und willkommen zurück zu Skysaga. Wir wollten jetzt wieder ein Abenteuer erledigen. Ich bin noch auf meiner Heimatinsel. Wohin sollte ich jetzt? Abenteuer ruft. War ich da nicht schon? Abenteuer rufen und Abenteuer ruft. Ist das gleiche, was wir schon waren, oder ist das jetzt ein anderes? Weiß ich gar nicht. Ich brauche doch Gegner, ich brauche doch einen Wolf. Und Knochen, obwohl Knochen gab es vielleicht auch auf der Erde und ich habe es nur nicht drauf geachtet, weil ich nicht daran dachte, dass ich die brauchte. Naja, wir sind jedenfalls auf Abenteuersuche und ich will erstmal die ersten Quests alle erledigen und dabei alles aufnehmen und danach werde ich mal ein paar einfache Abenteuer machen, ohne aufzunehmen, um Ressourcen zu sammeln oder so, weil mir ist dann klar geworden, naja gut, das Eisen sammeln, während ihr alle da zugucken müsst, ist jetzt nicht so sinnvoll. Zumindest nicht, solange ich nichts zu quatschen habe. Agnes Black. Wie ich sehe, bist du endlich hier, Rekrut. Hör zu, meine Späher berichten mir von Sehenswürdigkeiten der Arden rund um dieses Gebiet. Ich sollte vielleicht nicht so besoffen klingen. Angeblich soll in einer von ihnen eine wichtige Karte versteckt sein. Deshalb sind wir hier. Ich hatte mich schon darum gekümmert, aber scheinbar denkt Peregrine, dass es wichtiger ist, erfahrene Späher die Neulinge ausbilden zu lassen, als sie tatsächlich spähen zu lassen. Zeig mir aus, welchem Holz du geschnitzt bist. Bereit. So, was soll ich machen? Soll ich dich umbringen oder soll ich jemand anderes umbringen? Ein brandneues Abenteuer. Was würdest du finden? Okay, also jetzt haben wir ein normales Abenteuer. Das heißt, es ist eine andere Karte. Klar. Logisch. Was passiert hier gerade? Verwende X, um Fotos von zwei verschiedenen Waldwesen zu machen. Verwende X, um drei verschiedene Sehenswürdigkeiten Fotos zu machen. Durchsuche Truhen in Gebäuden nach einer Karte. Okay, fangen wir mal an. Ist das ein anderer Spieler? Ah, der springt einfach nur komisch hin und her, oder was? Naja, gut. Ist das hier eine Sehenswürdigkeit, oder? Keine Ahnung. Ich mache ein paar Fotos von irgendwelchen Waldkreaturen. Die Frage ist, wenn ich die lösche, ob die trotzdem gezählt werden. Da gibt's Schlüsselsteine. Oh, die sind teuer. 1000 Gold. Also für mich jetzt relativ. Ich sollte vielleicht das so machen. Yeah, Schlüsselsteine. Am Anfang hat man ja grundsätzlich Mangel und am Ende hat man zu viele von bestimmten Farben. Yeah. Drücke C. Ja, stimmt. Medaillen. Entdecker-Quest abgeschlossen. Na gut. Das habe ich ausgerüstet, oder? Hm, keine Ahnung. Mir egal. Kloppt hier noch ein anderer oder bin ich das, der so viel kloppt? Ich höre mir das alles doppelt, deswegen wundere ich mich gerade. Komisch. So, reicht erstmal. Der ist da unten. Oder. Hä? Buddelt der einfach nur nach unten? Auf jeden Fall ist ein anderer Spieler. Kann sein, dass der gekloppt hat und ich habe den nur nicht gesehen oder so. Ja, sammel du dein Eisen. Und ich sammel das Zeug. Sammelt ihr überhaupt Eisen? GBB Flow. Ja, besseren Namen konnte er sich auch nicht einfallen lassen. Nix gegen den Namen, aber der klang mir jetzt nicht so kreativ. Die haben immer jetzt die Namen da. Stalaktit groß. Das heißt, immer alles, was Namen hat, kann man wahrscheinlich auch selber basteln später mal. Wäre natürlich auch interessant. Ach, Knochen brauche ich. Nicht vergessen. So, Knochen. Kristall auch gleich mal mitnehmen. Wer weiß, wann man die braucht. Oh, grünes Metall. Das ist ja nicht schlecht. Lass ich den mal. Ich hole mir hier hinten das grüne. Grüne. Metall, nicht Kristall. Ja, Metall. Was ist das eigentlich für Metall? Grüneisenstück. Ja, war klar. Die haben ja alles nur noch nach den Farben benannt. Oder das ist bei der deutschen Übersetzung nur so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie es ist. Ja, erstmal ein bisschen abbauen. Jetzt wollte ich eigentlich nicht so viel zeigen mit abbauen. Aber wenigstens ein bisschen was. Und Knochen will ich ja trotzdem jetzt finden. Das heißt, ich nehme noch die Knochen mit und dann mache ich das alles ohne aufnehmen nebenbei, habe ich ja gesagt. So, da müsste ich jetzt irgendwas erfüllt haben, oder? Gucken. Drei Knochenfragmente. Habe ich die nicht? Ja, habe ich. Gut.
100 Knoten beim Verkauf, 5 Waldschlüsselsteinfragmente. Habe ich. Habe ich noch nicht. Ein Wolf muss ich noch finden. Baumwolle 5 Stück. Kann man das Quest nicht verfolgen irgendwie? Achso, hier so. Ach, die Häkchen sind das Verfolgen und nicht, dass die erfüllt sind. Ich denke mal, dass die erfüllt sind. So. Machen wir es erstmal so. Baumwolle, Wolf. Und Decke sehen. Na gut, die Sehenswürdigkeit merke ich ja selber, wenn ich die entdecke. Gut, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Was ist denn das? Moment, was ist denn das? Honig! Kommen da Bienen raus? Ich höre schon Summen hinter mir. Das hört sich gut an, oder? Hört sich richtig super an. Was ist das? Hilfe! Greifen die mich an, die Bienen? Hilfe, ein Bienenbau. Das läuft sich hier ganz eklig. Ist ein Gegner? Moment, kann man die auch so zerstören? Ja. Kann man die irgendwie einsammeln? Insektenei klein. Da ist ja was. Da war ja so ein Skitterling-Viech. Ach, ich hätte die Foto machen sollen, oder? Zählt das als Waldtier? Ah, Honig, sehr schön. Das hört sich so super an, wenn ich hier drauf rumlaufe. Das hört sich super an, oder? Das muss man den ganzen Tag hören. Oh, das ist aber schon mal was Gutes Neues, finde ich. Jetzt muss ich mal rausfinden, ob man, wenn man die Skitterlinge fotografiert, ob man dafür auch Belohnung kriegt. Nur irgendwie kommt hier keiner mehr. Unten geht's weiter mit der Honighöhle. Gibt's hier noch Bienen? Autsch. Man hört hier viel Summen schon mal. Wann kommen Skitterlinge? Kommen die aus den... Oh ja. X. Foto machen. Ja. So. Das zählt. Verschiedene Waldwesen. Okay, also das zählt. Sehr gut. So, haben wir ein bisschen Fleisch? Müssen wir noch backen eigentlich? Kam hier noch einer? Das lässt sich so schwer laufen hier. Da kommt Fleisch aus den Dingern auch raus. Quietsch. Da oben ist noch so einer. Ist ja interessant. Also das haben sie nicht schlecht gemacht, finde ich. Ich meine, gut, das ist jetzt... hey, ich will das haben. Gut. Es ist nicht unbedingt das Tollste, dass man sich so schwer bewegen kann oder so, aber immerhin ist es mal was Neues, sag ich mal. Sieht man eigentlich genug? Wenn man so als Zuschauer schaut. Schwarzer. Nee, ist nicht schwarz, ist braun, ne? Ja. 15 braune, 15 gelbe. Ah, pff, wunderbar. Passt. Würde ich mal sagen, ich gehe zurück, wenn ich schaffe. Man kann ja nicht mal ordentlich springen, ey. Das ist ja schlimm. Also das ist natürlich ein Problem, ein mittelschweres. Dass man hier nicht mal ordentlich springen kann. Auf dem Honig. Wo bin ich reingekommen? Hier geht's noch hoch. Und zur Not kann ich mich herausbuddeln. Na, nicht runterfallen. Ich will hier hoch, danke. Hier ist noch das Metall wieder. Das ist normales Metall, oder? Gib mir her. Grau, ja. Gibt's jetzt weniger XP? Naja, gut, das kann ich alles ein andermal machen, aber wir wollen mal hier weiter gucken, was es hier noch gibt. Mehr Honig, okay. Und da ist ein Ausgang aus der Höhle, wie es aussieht. Wie das sich matschig anhört. Nee, doch nicht. Bin ich jetzt in dem Berg drin? Geht's hier nicht raus? Und da geht's weiter hoch. Anstrengend. Echt schwer hier hochzukommen. Eieiei. So. Was ist das? Naja, egal. Puh. Zählte das als Sehenswürdigkeit hier, die Bienenhöhle? Ne, scheinbar nicht. Aber ist interessant, oder? Da war er ja stark, ne? Ja.
So, was haben wir hier noch? Hier gibt es doch bestimmt noch fliegende Inseln, wo was oben ist. Das sieht so danach aus, dass da. Weil auf der Minimap. Wir haben noch die große Map davon. Alt drücken. Wenn man hier schaut, da sieht so aus, als wäre da genau in der Mitte was oben. Das vermute ich ist wieder so ein Rezeptdingens. Früher mal gab es diese Rezeptsteine. Ach, man muss nochmal M drücken, okay. Versuchen wir uns mal hochzubauen, würde ich sagen. Hier so. Braucht man gar nicht viel hochbauen, ne? Alles mal wieder erforschen, wie das hier war. Sag mal. Baum, du nervst. Holz sammelt man automatisch ein, ne? So, Baum weg. Nicht ganz. Na ja, gut. Reicht so. So, höchster Punkt, so gesehen, ist hier. Gucken, ob man sich jetzt normal hochstecken kann. Da gab es ja auch immer so die Probleme. Mach ich mal so. Und dann gucken wir mal. Einmal nur mit einer Hand. Ich werde nicht daneben gesetzt, scheinbar. Bisher noch nicht. Sind das drei Sorten von Metall unter mir? Oh, Schwein gehabt. Yeah, Bernsteinschatz. Yeah. Cool, jetzt haben wir auch schönen Ausblick. Da ist Schnee. Schnee. Sieht man hier noch einen? Das ist der Eingang zu dieser Honighöhle. Da ist eine Sehenswürdigkeit, wo der Spieler gerade ist, der andere. Ist hier drunter Wasser? Nee. Das heißt, ich komme so gesehen nur runter, indem ich mich wieder runter kloppe hier. Aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher und setze so die Blöcke, damit ich rüberlaufe und dann runterbaue. Nicht, dass hier irgendein Mist passiert. So. Hallo, ich will runter. Danke. Gut, das geht auch schnell, wenn man so runterfällt. Und man fällt auch nicht zu schnell, das geht alles. Gut. Alles mal ein bisschen ausprobieren. Wieder neu anlernen, so gesehen. Oder eben, ja, ihr wisst schon. Man muss erstmal wieder reinkommen. Sehenswürdigkeit, Foto machen nicht vergessen. Voll die Sehenswürdigkeit. Hütte. Mit Wolf. Oh, das ist wunderbar. Und Foto. Zählt das als beides? Bitte einfach sterben. Sehr gut. Oh. Das sieht ja lustig aus. Das sind diese Dinger, die damals noch anders aussahen fürs Kraften. Ja, genau. Herz des Waldes. Okay. Sind wunderbar. Habe ich jetzt zwei Waldtiere und Sehenswürdigkeiten habe ich auch eine. Gut. Durchsuche Truhen. Stimmt ja, man kann ja nicht mehr reingucken in die Truhen. Man macht ja einfach nur noch auf und nimmt, was dann rausfällt. Ich erinnere mich, da war was. Gibt es hier was Verstecktes drunter? Nee. Ist man von früher noch gewöhnt, so immer nachzugucken, nachzubuddeln. Aber außen könnte es noch was oben geben, oder? Wenn ich jetzt hier hochgehe. Ui. Ach so, grünes Metall haben wir ja jede Menge. Ah, Holz nehmen wir auch mit. Gut, haben wir was gefunden. Hier würde ich wieder rein in das Haus fallen. Wir brauchen noch zwei Sehenswürdigkeiten, habe ich so das Gefühl. Ich habe nicht weiter geguckt. Die ist riesengroß, die Karte, kann das sein? Kann man hier irgendwie scrollen? Nee. Na, dann gehen wir mal weiter gucken. Ach, ich will mal Escape drücken. Dann will ich mal weiter gucken gehen. Treffe mit Attacken, ohne selbst getroffen zu werden, um die Energieleiste zu füllen. Das habe ich noch nicht probiert. Treffe mit Attacken, ohne selbst getroffen zu werden. Dazu muss erstmal wieder ein Gegner kommen. Aber meistens töte ich diese alle Energieleiste. Ach so, das ist da unten rechts die Leiste. Habe ich nicht darauf geachtet, ob die jetzt gefüllt wurde. Das war doch bei der letzten Version auch schon so. Nur habe ich das nie, weil ich so wenig nur gespielt habe, habe ich das nie wirklich utilisieren können. Ihr wisst schon, was ich meine. Metall, was hier rumglänzt. Ich falle runter, ohne das zu merken. Schnee können wir doch mal ein bisschen mitnehmen, oder? Schnee. Oh, geht das schnell. Ja, da kann man wieder gut abstecken, wenn ich meine Schildkröte baue und so. Wisst ihr noch? Wenn ich da riesen Schildkrötenpanzer gemalt habe und nie eigentlich die Schildkröte wirklich fertig gehabt habe. Oh, ärgert mich das. Naja. Oder hatte ich die dann noch? Nee, hatte ich nicht fertig, oder? Keine Ahnung. komme ich da runter?
Aber dann komme ich ja nicht mehr hoch, das ist ja Blödsinn, da runter jetzt zu springen. Dann gehe ich lieber hier auf den Berg lang und habe dann einen besseren Ausblick noch. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt schon wieder runterstürze irgendwo. Ob da irgendwelche Sehenswürdigkeiten jetzt hier sind, aber die Berge sind ja echt extrem. Das haben sie echt jetzt anders gemacht. Das ist nicht mehr ganz so, ich sag mal, vordefiniert, viel bergiger alles. Stimmt, hat Edle mal irgendwas angesprochen. Oh, da ist eine Sehenswürdigkeit. Moment, kann ich da ein Foto von machen? X. Zählt das? Ja, behalten. Ja, sehr gut. Gut, gut. Die Schmiede. Komme ich da nie wieder hoch, wenn ich hier runtergehe, oder? Autsch. Ach, man kriegt hier wirklich schnell Sturzschaden. 3 Meter gefallen und schon 60 Schaden, oder was? Hm, unten gucken. Gibt's hier wieder versteckt? Gibt's hier wieder was Verstecktes? Wenn ja, wo sieht man das? Ha! Achso, oder gut, das gehört zur Schmiede mit dazu, von oben aus. Okay, gut zu wissen. Also hier unten gibt's nichts, oder wie? Wahrscheinlich ist hier auch ein Dungeon runter. Das zählt aber alles zu dem Dungeon mit dazu. Na gut, dann kommt man also von drinnen rein, einfach nur. Na gut. Das ist auch nicht schlecht. Schafe! Angriff der Schafe! Nein, die lasse ich in Ruhe. Das ist nur gelbes Wachs, oder? Wahrscheinlich. Egal. So, hier ist eine Waffenschmiede. Ich hau dich doch nicht, oder? Nee, ihr seht alle gut aus. Kann man nicht abbauen? Doch, kann man. Man kann die Schmieden abbauen. Das ist ja auch nicht schlecht. Holzkiste. In der Schmiede eine Holz? Na gut, ich meine, so gesehen brauchen sie ja Holz, so ab und zu. Hier sind solche Teile, okay. Kann man leider nicht mitnehmen oder so. Ach, hier sind noch Kisten. Geld! Du hast einen Questgegenstand gefunden. NPCs in der Nähe sind vielleicht daran interessiert, aber sei gewarnt. Die Questgegenstände sind alt, zu zerbrechlich verursacht durch den Welteneinbruch. Hä? Naja gut, der Satz haut nicht ganz hin. Sie werden zerbrechen und aus dem Inventar entfernen, wenn du versuchst, dich mit ihnen aus dem Abenteuer zu teleportieren. Okay. Drücken. Wenn euch sowas passiert, dass ihr sowas habt und ihr wisst nicht, wie ihr da okay wegklicken könnt oder so, dann Alt drücken. Wie vorhin das gezeigt wurde mit dem Foto machen oder mit dem Veröffentlichen und so. Wenn man Alt drückt, dann kann man auch wieder weg. So, jetzt habe ich hier irgendwas gekriegt. Oh Gott, mein Inventar. Kriegen wir irgendwie ein größeres Inventar? Kann ich mir das für echt Geld kaufen? Ich glaube, das ist das, was man sich als erstes kaufen will. Ich hau mal das Zeug raus. Oh, kann man gut zerstören. Und Erde hau ich auch mal raus. Gras hau ich raus. Weil das kann man alles extra noch sammeln. Aber den Honig, den finde ich selten. Da weiß ich noch nicht, wie selten der wirklich ist. Weißsand, Braunsand. Ach, es war alles aus der Kiste, so ein Sandzeugs. Aha, okay. Gut zu wissen. Ja, ansonsten würde ich erstmal nichts unbedingt rausschmeißen wollen, weil ich weiß nicht, wie selten das alles ist. Ich hätte vielleicht den Stuhl wegmachen sollen. Egal, weiter geht's. Wir gehen jetzt hier unten rein, mal. Keller der Schmiede. Zählt das, wenn ich jetzt X drücke als extra? Schafe fotografieren mache ich immer gerne. Als extra? Ja, cool. Das ist ja schön. Da hat gezählt. Sehr gut. Holz. I have wood. Ihr wisst schon. Hier geht's weiter. Ne, das sind noch Kisten. Ich dachte, das waren so eine Zäune. Was ist das alles? Leder? Okay. Baumwolle. Stimmt, brauchte ich doch eh. Ist das Baumwolle? Ja, weiß Baumwolle. Und jede Menge Leder. Gab's auch. Und hier. Baumwolle und Geld, so wie es aussieht. Sägetisch, Sägetisch. Bin mal gespannt, ob ich Kisten übersehe oder so. Eine weiße. Ist da weißes Holz? Ne, scheinbar nicht. Naja, gab's ein bisschen was. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und ich muss ja jetzt das Abenteuer nicht so gründlichst durchsuchen, weil es ist ja noch ein Easy-Abenteuer, da wird es ja gar nicht so viel geben. Was ich aber noch. Herkommen. Was ich aber noch suchen will, ist. Irgendwas fehlte noch, ne? Eine Sehenswürdigkeit im Wald habe ich. Ja, gut. Hab ich. Waldschlüsselsteinfragmente habe ich. Kann ich verkaufen. Vermessungsbrille benutzen. Das muss ich dann noch gucken. Aber das kann ich auch ohne euch machen. Das ist ja nicht so wichtig. War hier oben noch was? Nee, das sieht nicht so aus. Oder? Nee.
Manchmal gab es ja irgendwo oben Kisten versteckt oder so. Deswegen gucke ich gerade mal. Gut, jetzt soll ich die Karte bestimmt zu der Tante da am Anfang zurückbringen. Wenn ich mir das hier angucke, muss ich erstmal finden, wie ich hier über die Berge wieder zurückkomme. Ich habe mich ja doch ganz schon jetzt hier schon verlaufen, sag ich mal. Da ist die. Aber ich will lieber um das Gebirge rum als oben drüber. Das gibt bestimmt Sturzschaden jetzt. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Autsch. Oh, Angst. Autsch. Gut, geht. Ich schreie rum. Gut, weiter geht's. Hier gibt's noch jede Menge Baumwolle, aber ich habe ja eigentlich viel aus den Kisten rausgekriegt. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie so eine, hier so eine thematischen Kisten sozusagen haben, wo man dann wirklich von einer Sache ganz viel Unterschiedliches rauskriegt. Dann kann man nämlich spezielle Sehenswürdigkeiten suchen mit speziellen Kisten, wo man dann eben immer durchsucht. Und dann nimmt man halt nur den Kram mit und den anderen lässt man alles rumliegen oder despawnen oder so. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Dann könnte man nämlich jetzt nur Holzkisten suchen, um Holz zu finden. Hier ist wieder die Höhle, okay. Hier drüben war das, genau. Gut, gut. Sturzschaden, aufpassen. Aber ich habe noch nicht das mit dem Attacken, ohne selbst getroffen zu werden, gemacht. Ist der Wolf respawned? Hier war da irgendwo dieses Ding, wo der Wolf drin war. Ah, ouch, 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 ouch. 409. Gab es hier unten einen Gegner? Nee, hier gab es keinen Gegner, ne? 429 Schaden, also ich glaube, es hackt. Ja, das mit dem Gegner habe ich noch nicht jetzt, aber die sind wahrscheinlich auch alle zu schwach, als dass ich da irgendwie eine Leiste aufbauen könnte und dann irgendwas damit erreichen könnte, oder? Vermutlich kann man es, aber ja gut, ich will jetzt hier nicht ewig rumrennen. Ich würde das schon gerne erledigen wollen jetzt alles. Nur kurz gucken. Ach, hier sind noch weiße Bäume. Ah. Moment, habe ich schon weißes Holz? Inventar ist ja super. A bis Z sortieren. Es ist jetzt voll die Sortierung, oder? Typ, besser. Steine, Holz. Also scheint es nicht so zu sein. Das heißt aber, ich habe noch Platz. Dann nehmen wir noch ein bisschen weißes Holz mit. Ob auch immer, keine Ahnung, ob ich das brauche. Das Honigzeug habe ich bestimmt auch schon, oder? Ist ja bestimmt, ja genau, Honig, den ich schon hatte. Gut. Gut, wenigstens kann man auch im Springen abbauen, das ist wichtig. Weil es ja auch diesen Zerstörungsgrad sozusagen behält. Gut, 16. Was ist das? Weißholzscheit. Na gut. Komplizierter ging es nicht. So. Dann quatsche ich mal mit der. Du bist doch nicht die, oder? Du heißt Agnes, also bist du nicht die. Ja. Gut. Liefere Karte. So. Absenden. Nicht schlecht für einen Rekrut, gar nicht so schlecht. Ich werfe einen Blick auf die Karte, welche du gefunden hast, und lasse dich wissen, wenn ich dich wieder brauche. Was kommt als nächstes? In der Zwischenzeit kannst du meinen anderen Rekruten helfen. Einer von ihnen hat Probleme in der Shattered Lands. Sprich mit Peregrine, er kann dir weiterhelfen. Ich werde helfen, wo ich kann. Gehe zur Stadt des letzten Lichts zurück. Okay. Na gut. Dann haben wir aber jetzt, Alt drücken. Das noch nicht erledigt, weil ich vermute, da brauche ich entweder mehr Gegner auf jeden Fall. Oder ich muss dann nicht so hektisch und komisch rumklicken, sondern muss dann schlauer sozusagen kämpfen, dass ich wirklich nicht getroffen werde oder so. Alt drücken, genau. So, da würde ich sagen, gehe ich mal zurück. Wir geben mal die Quests ab und schauen, was wir dafür kriegen. N war das. Dahin. Und das andere erledige ich halt dann mal später, entweder zusammen mit euch, später in einem anderen Abenteuer oder alleine, wenn ich jetzt mal hier rumrenne und ein bisschen Ressourcen sammle. Weil ich würde schon ein bisschen sammeln wollen und dann anfangen Kisten zu bauen und so. Aber das kann ich schätzungsweise auch mal zwischendurch machen, während ich nicht aufnehme. Dann so nebenher, dann muss ich auch nicht so ordentlich sitzen, sag ich mal, hier am Mikro, dass ihr auch mich ordentlich hört und so. Ja, ansonsten, vielleicht werde ich auch mal wieder irgendwann streamen, aber kann jetzt nicht versprechen oder so. Ihr wisst Bescheid. Gut, da drüben sind die ganzen Questleuchtungen. Wobei ja links auch ein Quest sein. Ja, stimmt, das eine Haus ist golden leuchtend aussehend. Das heißt, das müsste auch gehen. Hallo, ich brauche einen Moment deiner Zeit. Wie du weißt, ist dein Atlas in der Lage, dich von Dich zu Abenteuern führen. Jedoch erfordert der Zugriff auf bestimmte Ziele
ein Tribut von feurigen Herzen. Um diese herrlichen Gegenstände sammeln zu können, solltest du mindestens eine der täglichen Quests abschließen. Auf diese Weise hilfst du der Stadt und dir selbst zur gleichen Zeit. Jeder gewinnt. Gut. Gewöhnlicher Waldbogen. Bogen. Und Handschuhe. Mittlere, heldenhafte Waldhandschuhe. Ja. Schließt nur mindestens eine tägliche Quest ab. Mache ich gleich. Hier. So. Erledigt. So. Ich bin Rang 3 geworden. Sprich mit Peregrin Wayfinder. Okay. Vorbildlich. Du bist ein Naturtalent beim Außeneinsatz. Nun gut. Ich glaube, Agnes hat dich gesucht, damit du ein paar unserer Speer in Ausbildung hilfst. Nicht wahr? Das ist richtig. Ja. Gut. Absolviere das Abenteuer. Eine helfende Hand. Okay. Das können wir später machen. Beziehungsweise... würde ich erstmal auch Ressourcen in anderen Gebieten sammeln wollen. Vielleicht erledige ich ja dabei das eine Quest da mit dem nicht getroffen werden oder so. Oder hat er das jetzt gezählt schon? Weiß ich gar nicht. Ich sehe das gar nicht mehr. Oh, wir können neue Quests machen. Ach, nee, habe ich noch nicht erledigt. Genau. Melde dich bei HV, dem Wanderer. Ach, da soll ich jetzt zu dem zurückgehen. Ah, ja. Ist klar. Hier, HV, ich habe Schlüsselsteine und sowas. Danke, Hau. Achso, ich muss das mal lesen. Die Winde des Schicksals haben dich noch einmal nach Hause getragen und mit Schlüsselsteinfragmenten. Du bist ein geborener Forscher, genau wie ich, das kann ich sagen. Denke daran, wenn du jemals mehr brauchst, verkaufe ich dir mehr zu sehr konkurrenzfähigen Preisen. Ja, ne? Ich habe nur 1300 und du willst 1000 für 10 Stück. Ja, gut. Wo sollte ich was verkaufen? Sollte ich ihm nicht sogar was verkaufen? Oder wem war das jetzt? Okay, schließen. Quest. Gegenstand Harana. Harana. Muss ich mal suchen, wo die ist. Ansonsten muss ich zu den Blauen noch die Quests abliefern und dann kann ich ja wieder neue Quests annehmen. Und Post leeren. Aber Harana, wo ist die? Harana, Harana, Harana. Harana, ah, hier. Schatzmeister. Hallo. Vorgang ist unumkehrbar. Sobald, bla, gelumpe Zeug. Ja. Wir haben jede Menge Schnee. Und Schnee lässt sich relativ leicht abbauen. Wie viel kriege ich dafür? Für 63 kriege ich 15. Für 30 solche Steine kriege ich 7. Das heißt, die haben ungefähr gleich viel Wert. Wenn ich so ein Kristall, so eine Kristalle hier reinziehe. Oh, für 2 Kristalle 5. Und für einen nur 2 wahrscheinlich. Ja, sag ich da. Brauneisenstücke? Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich die irgendwo hergekriegt habe. Die sind 1,5 oder so. Was kriege ich denn für einen Stuhl? 1. Oh. Ich soll 100 Gold zusammenkriegen. Moment. Kann ich hier die Piloten mit zu verkaufen? 112. Ich würde sagen... Ach nee, ich habe noch die andere Mütze auf. Ne? Ah, Mist, ja. Aber Handschuhe könnte ich doch verkaufen. Ich habe da jetzt irgendwelche Handschuh-Crafting-Rezept-Zeugs gekriegt. Ne? Ah, und hier. Honig. Ich würde sagen, ich verkaufe hier irgendwas, was ich einfach nur so gesammelt habe, was ich auch schnell wieder sammeln kann und... Na gut, das bringt nicht genug Geld. Das bringen Schlüsselsteine. 362. Wie kann man einen Stack teilen? Hm. Ah, so. 362, also sind die... komischer Preis. Ich mach mal 10. 125. Ja. Ich meine, die kosten 1000, ne? Also so konkurrenzfähig sind die Preise dann doch nicht. Aber so habe ich das Quest erledigt. Okay, ich finde ja mehr. Ich kann ja auch ohne euch dann, wie gesagt, noch ein bisschen nach sowas suchen. Okay. So, habe ich jetzt das Quest erledigt? Ja, habe ich. Gut. So, das heißt, außer die Vermessungsbrille habe ich die Quests alle erledigt. Kann die jetzt mal abgeben gehen. Post mache ich dann. Weil es kann sein, dass ich nochmal ein Level mache bei den ganzen Quests. Hallo, hier hast du 5 Schlüsselsteinfragmente. Sehr gut. 3 Knochenfragmente. Und ich habe 100 Knoten verdient. Oh, hättest du nicht gedacht, wa? Ich bin kurz vorm Level up. Sprich mit Vari, die Rote, am Siedlerplaza. Das kriege ich hin. Sprich mit Kamcha am Siedlerplaza. Klar, kriege ich auch hin. Aber ich habe nicht Inventarplatz für das ganze Zeug, was ich da gesehen habe, was ich kriegen soll. Bauwettkampf fest... Ich will aber nicht am Bauwettkampf teilnehmen. Nee, das mache ich erstmal nicht. Nimm einen Baumwettkampf.
Ich meine, gut, quatschen kann ich, aber mehr nicht. Ja, dann folge ich halt irgendeinem Spieler. So, und dann... Moment, ja. Soll ich jetzt mit dir quatschen? Ah. Denkst du, du bist ein guter Baumeister? Woher willst du das wissen, bevor du dich nicht mit deinen anderen gemessen hast? Nimm mal einen Bauwettkampf teil. Den findest du am Eingang in der Nähe. Ich bin bereit. Okay. Kamcha. Habe ich jetzt überhaupt noch Inventarplatz für so einen Kram? Nee. Oh, ihr seid doch alle super. Ah, die kann ich ausrüsten, ne? Achso, es sind PS-Rezepte. Ich dachte, das ist schon ein Ausrüstungsdetail. Dadurch level ich auch. Stimmt, haha. Gut. Dann nehmen wir noch die anderen Quests an und dann gucken wir mal in den Briefkasten, wobei ich überhaupt nichts unterkriegen werde davon. Ja. Sag mal, haut der mich hier immer zurück? Ja. Der hatte noch ein paar Quests gehabt. Hier, genau. 5 Truhen, naja, das kriegen wir hin. 5 Sehenswürdigkeiten in heldenhaften... Ich habe nur begrenzt Platz, geht also nicht. 20 Banditen, weiß ich nicht, ob ich die finde. 3 einzigartige Sehenswürdigkeiten. Ja, das kriegen wir hin. 5 Gegner in heldenhaften, nee, weiß ich nicht. 100 Kristalle. Ja, das ist ein bisschen aufwendig, aber gibt genug XP. Und dann werde ich noch das annehmen, weil das muss ich ja jetzt nicht an was gebunden machen. Aber Heldenhafte brauche ich jetzt noch gar nicht annehmen. Das blockiert nur Questplätze, würde ich sagen. Habe ich noch Questplätze frei? Wo sehe ich denn das? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Okay, also eigentlich wahrscheinlich nicht mehr. Na gut. Wie gesagt, Briefkasten gucken und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ach Gott, das kriegt doch nie alles unter, oder? Marken, gewöhnliche Währung. Die kriege ich bestimmt unter. Das Geld auch. Harnisch des Flugmeisters und die Kisten. Gut. Brief löschen. Muss ich noch ausrüsten und wahrscheinlich dann damit anfangen rumzufliegen. Lernen wir mal kurz die Kisten. Das brauche ich ja. Und dann gucken wir mal die anderen Sachen an. Mehr Platz haben wir gerade nicht. Okay. Abrissspitzhacke. Das sind alles diese Bauwerkzeuge. Und, nee. So. Löschen. Und so ein Rufteil. Das ist auch nicht schlecht. Bitte mir mal sagen, ob ihr die gleichen Rezepte kriegt. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ob ihr die gleichen Rezepte kriegt oder ob das jeweils andere sind. Erdgestalterhandschuhe. Achso, das ist wieder so ein Bauwerkzeug. Okay, und dann haben wir hier Brückenbretter. So. Brieflöschen. So. Habt ihr gesehen, was ich hatte? Und ja, ich werde dann noch... Hey, du sollst es ausrüsten. Gut, dann würde ich sagen, die Folge beende ich. Und dann werde ich, wie gesagt, mal ein bisschen normaler oder einfacher Abenteuer weitermachen, um hier... Ressourcen zu sammeln und dann werde ich ein bisschen aufräumen vielleicht nebenher. Das heißt, es kann sein, dass jetzt die nächste Folge wieder 2 Wochen dauert. Das letzte Mal, dass es 2 Wochen gedauert hat, war jetzt weniger ein Problem meiner Zeit als mehr ein Problem von meinem blöden Windows 10. wobei, aufnehmen hätte ich wahrscheinlich sogar können, aber das Rendern wollte nicht richtig. Na gut, ist ja egal. Vielleicht erzähle ich das meiner Stonehard-Folge jetzt wieder. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.